meine Damen und Herren, ist Ihr Zug schon abgefahren? Schauen Sie, dass Sie ein Flugzeug bekommen. Da! Begrüßen Sie vom Glück beflügelt Dirk Stermann und Christoph Grüßemann! Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 387. Ausgabe von Willkommen Österreich. Auch heute heißt es wieder Gags, Gags, Gags und zwei großartige Gäste in der Sendung. Ich bin nicht in Bestform, man merkt es jetzt schon, oder? Ich war gestern noch mit Barbara Karlich im Swingerclub und bin einigermaßen erledigt. Ja, wirklich. Ich meine, wir haben nichts gemacht, wir haben nur zugeschaut. Aber gut, es war trotzdem, mir steht der Prosecco bis hier. Verstehe. Der hilft mir aus der Patsche, wenn ich es nicht schaffen sollte. Großartige Gäste heute in der Sendung. Sie schauen auch fantastisch aus. Unfassbar. Oder? Ja, Wahnsinn. Beide Romy nominiert. Irre. Oder? Kriegt sie wahrscheinlich auch. Ja. Oder wer sonst? Wir beide schauen scheiße aus und sind nicht nominiert. Nee, ja, wir wurden nie mehr nominiert. Ja, nie mehr. Der eine ist, ja, in Wahrheit die Allzweckwaffe des deutschen Fernsehens, wenn es um gehobene Unterhaltung geht. Und die andere ist die Topfrau der Information im ORF. Zu uns kommen Kai Pflaume und Nadja Bernhardt. Toll, freue mich. Tolle Gäste, ich freue mich auch. Ja. Und meine Damen und Herren, musikalisch begleitet werden wir auch heute von meiner persönlichen Pretoria-Garde, Ruskaya. Ich muss es gleich sagen, Stürmer. Du weißt es nicht, ich muss es gleich sagen. Was denn? Was? Ja, das was, haben was? Wir uns von der Redaktion überlegt, wir wollten es dir erst in der Sendung sagen. Ich was? Muss wieder auf den steilen Wildwuchs am Kopf zu sprechen kommen. Das weißt du noch nicht, der Monsanto-Konzern hat sich gemeldet für dich. Ja? Ja. Und will, dass du deinen Bart als Acker verpachtest, ja, um darin eine neue Sorte Genmais zu züchten. Yes. Bist du dabei? Ja. Yes. Das riecht nach Geld, oder? Das ist gut, ja. Oh, hier, die Löckchen stehen ab. Ah. Ja. Sieht schon wieder so aus, als, naja, gut, ich sag's nicht. Du weißt, ich suche ein Ausstiegsszenario. Ja. Ja. Du weißt, deine Tage sind gezählt bei Natürlich. Willkommen in Österreich. Es gab Umfragen, Stermann soll weg. Ja. Ja, aber du auch. Ich auch? Ja. 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 In der Regierung gab's Umfragen. Du Wirklich? Sollst weg auch, ja, genau. Ich muss wieder... Was denn? Ja, du schaust so, ich könnte dir stundenlang ins Gesicht schauen. Wirklich? Ja. Hast du gehört, Donald Trump soll jetzt Kim Jong-un treffen? Das ist ja auch, das ist ja dann das Gipfeltreffen der dümmsten Frisuren, oder? Ja. Ja, das interessiert mich nicht so, wenn ich durchgeknallte Menschen gerne sehe, die auf rote Knöpfe gerne drücken, schaue ich Bingo, das reicht mir. Ja. Wir waren übrigens von Willkommen in Österreich, wir waren bei der Bart-WM in Leogang in Salzburg und haben dort einige interessante Kandidaten getroffen. 350 Bartträger aus 20 Nationen sind zur Weltmeisterschaft nach Leogang gekommen. Fast ein Drittel kommt aus Deutschland. Zum Teil sind diese Bärte sehr aufwendig gestylt. Ich habe jetzt für diese Form so 2-3 Stunden gebastelt, dass das so hinkommt. Aber im täglichen Leben macht man natürlich keinen so einen großen Aufwand. Aber heute will man ja schließlich den Titel gewinnen. Ja. Toll, oder? Ja. Ich bin letztendlich Zweiter geworden. Ja, wieso hast du in der Kategorie Vollbart Freestyle. Ja. Ja, das ist meine normale Originalstimme. Ach so, hier versuche ich jetzt sehr österreichisch zu kriegen. Ja, weißt? Ja, genau. Na, man braucht Hobbys. Es ist halt mein Hobby. Mein Bart ist mein Hobby geworden. Ja. Hast du eigentlich. Ich interessiere mich für dich ja privat kaum. Ja. Ich weiß. Darf ich dich das fragen jetzt? Ja, was? Hast du eigentlich ein Hobby? Ich interessiere mich für mich privat eigentlich auch kaum, aber wenn du mich das so fragst, ja, weißt du ja, ich bin ja jeden Tag im Kino. Ja? Ja. Ach so, du gehst jeden Tag ins Kino? Ich bin jeden Hast Tag du irgendeine Art von Lieblingsfilm? Na, falsch verstanden, ich interessiere mich nicht für Filme, nur für Kinos. Verstehst du, Architektur, Sitzreihenanordnung, die Dunkelheit, Aha. Wo steht die Popcornmaschine? Verstehe, Filme interessieren mich gar nicht. Also wenn der Film beginnt, bin ich wieder draußen. Ich interessiere mich für Kinos. Ja, verstehe, ja. Wichtig, dass man Hobbys hat, das ist wichtig. Wenn Sie zu Hause zum Beispiel kein Hobby haben, dann empfehle ich Ihnen dringend, sich einmal die Brieflos-Show anzuschauen. Dort bekommt man Inspiration, was das Thema Hobbys betrifft. Wir haben schon so viel gehört an Hobbys. Welches haben Sie, Evelyn? Ich interessiere mich für Musicals, vor allem Elisabeth. Was war das letzte Musical, das Sie gesehen haben? Elisabeth. Und Ihr Lieblingsmusical ist Elisabeth? Ich schaue mir fast nur Elisabeth an. Jetzt spielt es ja nicht mehr, aber ich habe es auf DVD und höre mir die CDs regelmäßig an. Ja, toll. Oh, facettenreiche Frau. Ja. Gefällt mir. Ja. Ich kenne das Musical Elisabeth jetzt nicht. Vielleicht ist das wahnsinnig kompliziert, sodass man es öfter sehen muss, um es verstehen zu können. Aber das muss ich mir vorstellen. Musicals sind die Pest. Ja. Oder? Und wenn man sich dann auch nur für eines interessiert. Ja.
Elisabeth. Ja, Elisabeth, das Musical. Worum geht's da eigentlich? Ich glaube um Elisabeth. Warst du im Fendrich-Musical? Nein, ich war einmal im Musical, das war Elisabeth. Ja. Sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Gutes Musical. Übrigens, Schermann, du ÖFB, du bist ja großer Fußballfan, der ÖFB sucht ein neues Maskottchen. Schön. Habe ich jetzt gelesen. Wettbewerb ist ausgeschrieben, neues Maskottchen für den österreichischen Fußballbund. Aha. Ja, ich würde sagen, eigentlich könnte man den Wettbewerb jetzt schon streichen, weil es gibt nur ein Maskottchen, nämlich das Austria-Wien-Maskottchen, oder? Für den ÖFB. Du meinst, dass Leo. Der ÖFB Leo übernimmt? Leo. Der ist gut. Das ist ein guter Wien-Maskottchen, Sie kennen Leo, hat für einen fulminanten Auftritt gesorgt im vollen Horststadion. Mhm. Er hätte vielleicht die Finger vom Marillenschnaps in der Austria-Kantine lassen sollen, aber die Performance war trotzdem fantastisch und in dieser Form ist er für mich auch einer der Hauptdarsteller vom Musical König der Löwen. Oder? Ja. Bezaubernder Mann. Bezaubernd, oder? Wenn das nicht das neue ÖFB-Maskottchen ist. Kann ich mir gut vorstellen. Wer ist, würdest du sagen, das österreichische Hauptmaskottchen? Kann man sagen, dass der Bundespräsident das Maskottchen des Landes ist? Ja, eher kurz, oder? Na, ich glaube, irgendwie Van der Bellen hat so was Maskottchenhaftes. Und es gab vor kurzem ein kleines Kind. Es war eine Aktion im Landesstudio Tirol. Ja. Da konnten Kinder Fragen stellen. Und da war der kleine Nico aus Reute. Und der hat eine sehr interessante und berechtigte Frage, finde ich, an den Bundespräsidenten gestellt. Ich habe mich schon länger gefragt, warum der Bundespräsident Van der Bellen keine Raucherentwöhnung macht. Ja. Mein Gott, ist das lieb, oder? Lieb, gell? Wie er auch so stockt bei der Frage. Ja, ja, und der kleine Nico hat sich natürlich gedacht, gut, das ist sicher wieder so eine Frage, klassisch, die verpufft. Ja. Verpufft einfach nur. Aber Van der Bellen hat diese Frage ganz ernst genommen und das war dann eine Riesengeschichte fürs Landesstudio Tirol, weil Van der Bellen geantwortet hat. Warum macht der Bundespräsident keine Raucherentwöhnung? Das fragt sich ein Schüler der neuen Mittelschule Königsweg in Reute. Hallo Nico. Hallo. Eine sehr persönliche Frage, die du da dem Bundespräsidenten stellst. Und er möchte sie deswegen auch nicht öffentlich beantworten, hat er uns gesagt, sondern in einem persönlichen Brief an dich. Und den lässt er dir durch uns geben. Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Lieber Nikos Karwort. So, Nico, jetzt hast du den Brief gelesen. Hast du eine Antwort gekriegt? Ja, und es ist cool, dass er mir geschrieben hat. Ja. Ja, eben, oder? Ja, schöne Aktion. Toll, so ist Van der Bellen, ehrlich. Ja, ehrliche Haut, ja. Ehrliche Haut. Ja, überhaupt. Ich meine, bei Van der Bellen hat man das Gefühl, der redet zumindest noch, der kommuniziert noch mit den anderen. Er hat sich auch sofort zu Wort gemeldet nach der Razzia beim Verfassungsschutz. Was war da los? Was war da los? Merkwürdige Geschichte. Die Prätorianergarde eines FPÖ-Gemeinderats hat den Verfassungsschutz gestürmt und hat dort CDs und Floppy-Disks konfisziert. War es eigentlich berittene Polizei? Oder? Nein, es war nicht Kickels berittene Polizei, die kommt jetzt erst demnächst wahrscheinlich ins Spiel. Nein, es wurden konfisziert eben CDs und Floppy-Disks. Und natürlich, ich finde auch, es ist ein Skandal. Entschuldigung, wir schreiben das Jahr 2018 und die benutzen noch immer Floppy-Disks? Ja. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und die Polizei sucht jetzt dringend, händeringend Österreicherinnen und Österreicher, die noch VHS-Rekorder haben, damit sie endlich die Videos auswerten können. Ja, es ist eine merkwürdige Geschichte, man versteht es nicht genau. Irgendwie ist die FPÖ, versucht die irgendwie die ÖVP fertig zu machen, man versteht es gar nicht mehr. Und Bundeskanzler Kurz weiß gar nicht, wozu er zuerst schweigen soll. Ja, stimmt. Kann man auch verstehen, was soll der Mann auch sagen? Bei der Stürmung des Verfassungsschutzes war ja kein Afghane dabei. Bitte, Stefan, pass auf, wirklich. Du merkst, Lacherfolg hält sich auch in Grenzen, aber pass auf, was du sagst. Wieso? Ist das schon gefährlich? Ja, absolut. Du weißt, du stehst auf einer Abschussliste im ORF. Ich weiß, wir alle im ORF stehen auf einer Abschussliste. Ja, du bist zu alt, zu schlecht und politisch irgendwie gefährlich. Ja. Ja. Hast du ein Ausstiegsszenario? Natürlich habe ich eins. Das weißt du doch. Ich rede doch seit Wochen über nichts anderes mehr. Weißt du, ich habe mir ganz lange überlegt, wenn der ORF, ich meine öffentlich-rechtliches Fernsehen, ist so in der Defensive gerade, wenn man den ORF abschalten will oder unsere Sendung, was mache ich dann? Was wird länger leben als der ORF? Was? Ich habe mir lange überlegt, bin auf eine Antwort gekommen. Fischstäbchen. Stimmt.
Ach, deswegen? Deswegen. Deswegen auch? Ja. Seit nächste Monaten Woche. Lässt du dir diese komischen Haare in nächste Woche ist das große Casting für Captain Iglo. Ist es wirklich so? Ja. Stermann macht das Captain Iglo Casting. Ja. Für den deutschsprachigen Raum. Weißt du, dann ist mir der Stiftungsrat wurscht. Alles Stimmt, ist mir wurscht. Als Captain Iglo? Ich stehe da nur noch für Fischstäbchen. Ja. Ist auch und das ist zum ersten Mal auch, dass ich dann, weißt du, ich stelle mir dann vor, ich bin auf der Packung drauf. Ja, toll. Dann freuen sich Kinder endlich mal mein Gesicht zu sehen. Super, ja. Weißt du? Aber im Spot darfst du nicht Danke Wasserkraft sagen. Ne? Nein, das weiß ich, ja. Aber nein, da werde ich mich schon konzentrieren. Stermann macht ja. Nächste Woche das große Captain Iglo-Casting. Danke Fischstäbchen, werde ich sagen. Und er hat das... Aber ich bin nervös, weißt du, verstehst du das? Er hat das Gesicht. Du ja. hast das 1A Captain Sagen Iglo mir viele Gesicht. Leute, ja. Aber ich weiß nicht, ob aber ich bin nicht der Einzige. Schauspielerisch sind fast 1000 Leute, ja. die sich bewerben. Alle Bärtigen des Landes, ja. auch die von der Bart-WM, alle gehen dort jetzt gerade ja. hin und versuchen, Captain Iglo zu Wann werden. Wann ist das Casting? Nächste Woche? Nächste Woche ist das Casting. Wollen wir mal vielleicht ein Casting simulieren, damit du gewappnet bist? Ich mache den Werberegisseur. Das würde mir natürlich sehr helfen. Pass auf, du ziehst dir die Jacke an, diese Admiralsjacke. Ja, danke. Und natürlich, das ist unverzichtbar, hier die Mütze. Weißt du, das ist auch was, was ich allen kritischen ORF-Leuten irgendwie empfehlen würde, jetzt möglichst bald einfach umzusatteln. Ja. Weißt du, es ist auch okay, wenn man sich verkauft, das ist völlig wurscht. Stell dich mal da zur Green Box. Ja, warte. So. Locke noch aus dem Haar. So. Also pass auf, wir stellen uns vor, Stermann. Aber du musst es richtig machen, damit ja? wir Echtheit simulieren. Ja, ich spiele den Werberegisseur. Weißt du, das ist ein hartes Casting. Marcel Brusati, ja, Chef einer großen Werbeagentur. Ich heiße eigentlich Manfred Brunsmeier, aber ich nenne mich Marcel Brusati. Habe schon mehrere Emmys gewonnen. Ja, okay. Habe schon tolle Kampagnen gemacht. Und du musst dir vorstellen, ich hatte jetzt den ganzen Tag Casting. Von 9 Uhr früh, jetzt ist 18 Uhr, du bist der Letzte, den ich caste. Okay. Ja? Ich bin schon ein bisschen angewidert auch. Ja. Will schon nach Haus, will schon ins Puff. Aber ich mache das letzte Casting noch mit dir. Wer sind Sie? Mein Name ist Dirk Stermann, Sie kennen mich vielleicht von Willkommen in Österreich. Na? Sie sind ein bisschen alt. Wir suchen einen Jungen, Captain Iglo. Ja. Aber ich liebe Fischstäbchen. Also ich kann das total echt rüberbringen. Fischstäbchen, das ist so, wissen Sie, das ist so aus Fischresten so irgendwas panieren. Das ist geil. Knochenmehl. Passen Oft Sie ist auf. Da gar kein Fisch drin und ich finde es trotzdem geil. Passen Sie auf, Herr Schnitzelmann. Herr Stermann. Der Text wäre, ich sag's Ihnen vor. Ja. Har har. Haha. Und ahoi, ihr kleinen Seeräuber. Haha, und ahoi, ihr kleinen Seeräuber. Für euch reise ich über alle 7 Meere, um euch meine leckeren Fischstäbchen zu bringen. Jetzt noch knuspriger. Knuspriger. Bin schon ein bisschen besoffen. Ja, verstehe. Ja. Jetzt noch knuspriger. Und dann müssen Sie ins Fischstäbchen beißen. Ja. Und dann sagen Sie, bei Wind und Wetter sind meine Fischstäbchen immer lecker. So, machen wir das. Habe ich die mal. Von Anfang an in der Hand, oder? Nein. Okay. Haha. Und ahoi, meine kleinen Seeräuber. Über 7 Meere bin ich... Nein, Moment. Nicht was? Meine kleinen Seeräuber. Das wirkt so pädophil. Ja, wirklich. Wie so ein pädophiler Polizist in Kommt Pension. Her, ihr Na, meinen kleinen nein, Seeräuber. Nein. Machen wir es nochmal. Ha, ha, ahoi, ihr kleine Seeräuber. Okay. Aber echt, es muss echt wirken. Ja, ja. Und sprechen Sie langsamer, aber so, dass es schneller klingt. Okay. Ha, ha, und ahoi, ihr kleinen Seeräuber. Über 7 Meere bin ich gefahren. Um nein, euch die leckeren. Für euch reise ich über alle 7 Meere. Alle. Verstehen Sie okay, das? Okay, ja. Ja, nochmal. Da ja, gibt es mehrere 7 nochmal. Meere. Verstehe ich auch nicht. Es gibt doch nur einmal 7 Meere. Ha. Ich will nicht diskutieren. Ich finde Fischstäbchen geil. Gut. Haha! Ha, ihr kleinen Seeräuber, für euch reise Nein, Moment. Ich. Moment, ahoi vergessen. Haha! Ha, und ahoi, ihr kleinen Seeräuber, für euch reise ich über alle 7 Meere. Um euch die leckeren Fischstäbchen zu bringen. Nein, meine leckeren Fischstäbchen. Das ist alles falsch. Nochmal. Har, har und ahoi. Ha, ha und ahoi, ihr kleinen Seeräuber. Für Na, ein bisschen mehr gute Laune. Ha, ha! Na, ist zu viel. Ist zu viel. Ha, ha und ahoi, ihr kleinen Seeräuber. Für euch reise ich über alle 7 Meere, um euch meine leckeren Fischstäbchen zu bringen. Hm, die sind immer knusprig. Nein, jetzt noch knusprig. Aber beißen Sie mal ab. Das wollen wir aussehen, nichts, dass sich da was im Bart verfängt. Ja? Mm. Und jetzt? Bei Sturm und jedem Wetter. Nein, bei Wind und Wetter. Bei Wind und Wetter. Meine Fischstäbchen sind lecker. Bei Wind und Wetter sind meine Fischstäbchen immer lecker. Jetzt nochmal von vorn. Was, alles? Tablett abstellen, alles von vorn. Und Band läuft. Ha! Und ahoi, ihr kleinen Seeräuber. Ich fahre über alle 7 Meere für euch, um euch meine leckeren Fischstäbchen zu bringen. Hm, jetzt noch knuspriger. Abbeißen.
Gleiches Ganze. Bei Wind und Wetter, meine Fische sind immer lecker. Nein, ganzes runterschlucken nochmal. Haben Sie was zu trinken? Nein, ganzes runterschlucken. Haha, und ahoi, meine kleinen Seeräuber. Nein, nicht meine kleinen Seeräuber. Haha, und ahoi, ihr kleinen Seeräuber. Für euch reise ich über sieben Meere und bringe euch meine leckeren Fischstäbchen. Jetzt noch knuspriger. Ja, okay, das haben wir im Kasten. Jetzt machen wir mal ein paar Varianten. Machen Sie es mal französisch, mit französischem Akzent. Ich weiß nicht, was ahoi auf Französisch heißt. Nein, nur mit Akzent. Wieso? Ja, wieso? Wir wollen es vielleicht auch für den französischen Markt. Also. Ar, ar, ahoi, meine kleinen Seeräuber. Nicht meine kleinen. Ah, ar, ar und ahoi, ihre kleinen Seeräuber. Ah. Für euch reise ich über sieben Meere, über alle sieben Meere. Und bringe euch die leckeren Fischstäbchen mit, noch knuspriger. Ja, sehr gut. Reinbeißen, runterschlucken. Bei Wind und Wetter, meine Fischstäbchen sind lecker. Okay, jetzt machen wir es mal vielleicht auf Schweizerdeutsch. Haha und ahoi, ihr Seeräuber. Ich weiß nicht, was ich nachmache. Darf ich das ausspucken? Oder auf Sächsisch? Kann ich nicht. Kannst auf Rheinländisch. Ja, Rheinländisch. Haha. Na, und ahoi. Nein, und mit Engagement, mit Emotion. Und Essen. Haha ha, und ahoi, ihr kleinen Seeräuber. Für euch bin ich über sieben Meere gefahren, um euch die leckeren Fischstäbchen zu bringen. Noch knuspriger. Ja, reinbeißen, runterschlucken. Und jetzt Teil 2. Mein Wind und Wetter. Meine Fische sind lecker. Ja, okay, das war's. Vielen Dank fürs Casting. Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Und jetzt ganz kurz noch vielleicht, wenn Sie so bleiben, eine Geste, eine Position einnehmen. Wir wollen ein Foto machen. Wir wollen ein Foto noch machen. Ein Foto wird noch gemacht. Wir wollen schauen, wie Ihr Gesicht sich auf der Originalpackung dann macht. Foto ist jetzt gemacht und wir können das vielleicht gleich reinscannen. So wird es dann auch. Ja, passt doch. Danke, Herr Stiermann. Heute in der 387. Ausgabe von Willkommen in Österreich. Zwei Giganten zu Gast. Zu uns kommen frisch rasiert beide, Kai Pflaume und Nadja Bernhardt. Und was die beiden eventuell miteinander verbindet, hat der liebe Apotheker Edlinger für Sie herausgefunden. Steirer Girls sind very good. Nadja Bernhardt steht zwar mehr und mehr auf ihre Wurzeln im Saudi-Arabien des Kernöls, aber trotzdem ist da so gar nichts Provinzielles an der Frau. Ihre Biografie ist eher die einer immer zum Neuanfang entschlossenen Kosmopolitin, die als Korrespondentin die Krisenherde der Welt abspulte wie eine To-Do-Liste der Gegenwartskunde. Vor einigen Jahren strandete Bernhardt doch in Wien und wurde als Moderatorin für den Kulturmontag entdeckt. Jetzt ist sie Dauergast in unserem Wohnzimmer und verrät uns als weltgewandte ZIP-1-Moderatorin nicht ums Verrecken, was sie so dabei denkt, wenn Menschen und Wahrheiten irgendwo verrecken. Ein bisschen aufgetauter gibt's der stets mustergültig gekleidete Max Mustermann der Schmunzelshows, Kai Pflaume. Als Oldschool-Influencer segnet der 1989 aus der DDR geflüchtete Ex-Aktienfreak den Generationenvertrag auf der Showbühne und das Saturday Night Wachkoma im Zeichen von weggesperrten Smartphones und Trostsnacks am Sofa. Meine Damen und Herren, was er anfasst, wird zu Gold. Aktuell seine neue Sendung, wer weiß denn sowas, was heißt neu, auch schon wieder 3 Jahre alt, bricht alle Rekorde weiterhin. Klein gegen groß heißt seine Show, wo der ORF auch dabei ist. Ja, genau. Kinder gegen Prominente antreten. Genau, im April das nächste Mal, am 21. wird es stattfinden, tolle Sendung. Mit österreichischen Kindern. Ja. Lieb. Oder? Mhm. Sympathische Familienunterhaltung. Sehr. Ist das was für dich? Ja, ich versuche jetzt mal eher auf Captain Iglo, aber falls das nichts werden sollte, was ich nicht vorstellen kann, mein Lieber... Ja. Dann eventuell. Er ist auch Romy nominiert und mit ihm nominiert noch Jan Böhmermann, Jawarani, Moschner, Stipschitz. Er müsste es gewinnen. Hier ist Kai Pflaume. Rastet! Kai Pflaume! Sehr großer Applaus, teilweise spitze Schreie aus dem Publikum.
Deine Fangemeinde in Österreich ist groß. Ja, aber ganz schön viele Männer hier. Bist du enttäuscht? Nee, aber das war nicht immer so. Wie, waren früher mehr Frauen, wenn du gekommen bist? Nee, das hing vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema der Sendung zusammen. Also, dass so nur die Liebe zählt, da waren immer sehr, sehr viele Frauen. Also, ja. Du wurdest gewählt zum schönsten TV-Moderator Deutschlands. Warst du überrascht oder fandst du es eh richtig? Naja, man wird ja vorher... Man wird ja nicht vorher gefragt, ob man da sich zur Wahl stellt. Ja, klar. Ne? Das passiert einfach so. Ja, das freut einen also schon. Ich sag mal so, ich habe als erstes mal geguckt, wer auf Platz 2 ist. Wer war das? Ja, Markus Lanz, ja. Und ich glaube, Wayne Carpendale war auf 3. Aber ich war da vor ein paar Jahren schon mal nominiert und da war Günther Jauch auf 2. Und du auf 1? Ja? Das weiß ich nicht mehr. Warst du je schon mal auf Platz 2 bei irgendeiner Wahl? Bei ganz vielen Sachen. Ja, bei vielen Frauen war ich auf Platz 2, leider. Wo du lieber auf Platz 1? Die bei mir auf 1 waren und ich war bei ihnen aber nur auf 2. Wirklich? Aber war das schon in der Zeit deines Erfolges oder war das vorher? In der kurzen Zeit, als dein Erfolg noch nicht so gigantomanisch groß war? Naja, ich habe ja relativ schnell, nachdem ich beim Fernsehen angefangen bin, meine Frau kennengelernt. Ah. Und wir sind jetzt 21 Jahre verheiratet. Es ist aber nicht die Frau, die du kennengelernt hast. Applaus. Ja, Entschuldigung. Applaus. Ja, warum nicht? Es war nicht die Frau, die du damals bei Herzblatt kennengelernt hast. Nee. Das war dein erster Fernsehauftritt, du warst Kandidat bei Herzblatt und du hast so gut abgeschnitten damals. Rudi Carell noch. Ja, das war unglaublich. Dass dich sofort die Caster quasi oder die Fernsehsender verpflichten wollten. Ah, nicht ganz. Ne? Also ich bin nach Herzblatt, ich habe zu der Zeit in der Bank gearbeitet und bin nach Herzblatt dann auch wieder in die Bank zurück und habe aber sehr positive Einstellungen gehabt zum Fernsehen, so auch über den Besuch und fand das toll und klasse und habe gedacht, Mensch, vielleicht ist das ja irgendwann mal was. Und dann sind aber noch 2 Jahre ins Land gegangen, bevor ich dann selber mit dem Fernsehen angefangen habe. Aber interessanter Fall, weil dieser Ausschnitt von Herzblatt, habt ihr... Na, haben wir nicht vorbereitet, weil der wird jedes Mal gezeigt, wenn du kommst. Ich habe ihn so lange nicht gesehen. Ja, eben. Zwei Wochen oder wie lange? Wie waren die Erfahrungen mit Rudi Carell eigentlich? Ich wollte nur ganz kurz erzählen, dieser Ausschnitt ist ja ein gutes Beispiel von einmal die Rechte abgetreten und es kann für immer und ewig gezeigt werden, weil die Frau, die ich damals kennengelernt habe, die ist natürlich in dem Ausschnitt auch zu sehen. Und seit ich jetzt Fernsehen mache, seit 25 Jahren, wird dieser Ausschnitt immer und immer und immer wieder gezeigt. Ich glaube, der ganze Bayerische Rundfunk finanziert sich nur aus diesem Ausschnitt. Und ich habe ihr dann irgendwann aber auch mal, also wir haben immer noch losen Kontakt. Und, Was wurde aus ihr? Was macht sie heute? Sie ist verheiratet, hat auch beruflich Karriere gemacht, hat ein Kind und so, alles gut. Ihr seid ja damals, glaube ich, mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Österreich geflogen. Wohin seid ihr eigentlich damals geflogen? Und hast du Österreich damals zum ersten Mal bei Tageslicht gesehen? Weil, soweit ich weiß, bist du ja nach deiner Flucht zwar durch Österreich gekommen, aber es war Nacht und Nebel. Wie hat dir Österreich Welche damals Welche Frage gefallen? Soll ich zuerst beantworten? Beide gleich. Also wir sind geflogen nach St. Johann. Im Pongau. In Tirol. Ja, Tirol. Okay. Und man hat den ganzen Tag versucht, uns komplett abzufüllen. Also es war alles, was wir da gemacht haben. War mit dem Ziel, dass was passiert? Ja, ich weiß es auch nicht. Also es hat auf jeden Fall, alles, was wir da gemacht haben, gab es immer Alkohol. Und du hast ja gedacht, wow, ich will zum Fernsehen. Sektfrühstück und so. Ne? Aber hat es gefunkt auch oder hat man das eher fürs Fernsehen? Wir fanden uns schon sehr sympathisch. Und ich glaube, das Problem war so ein bisschen, es war doch so, sie wohnte in Hamburg, ich in Frankfurt. Und das war für uns, glaube ich, damals eine Distanz, die konnten wir nicht so einfach überbrücken. Jetzt aber zum zweiten Teil der Frage. Ja, bitte. Ja, du hast Österreich kennengelernt auf der Flucht und bist erst im Burgenland gelandet, nehme ich an, oder? War das enttäuschend? Nein. Und hast du gedacht, was, dafür es bin ich geflüchtet aus der DDR? Es war ja dunkel, Als ich im September 89 da nach Budapest kam, sind wir ja dort in der deutschen Botschaft von Bussen vom österreichischen Roten Kreuz dann übernommen worden. Und sind dann über die ungarisch-österreichische Grenze, über Wien, dann nach Passau gefahren. Und das einzige Mal auf der Reise, dass ich österreichischen Boden betreten habe, war irgendwann nachts an einer Autobahnraststelle, wo wir gehalten haben, damit jeder mal so seinen menschlichen Bedürfnissen nachkommen konnte. Und war das beeindruckend für dich? Ein Westklo? Ein Westklo. Nee. Also es ging Wasser, ja, das war ganz cool. Aber das kanntest du auch von drüben? Ja, das kannte ich auch von drüben. Also ich komme ja aus Leipzig und wir hatten ja auch durchaus Westfernsehen. Insofern waren mir die Dinge gar nicht so fremd. Ich glaube, was ich als allererstes so wahrgenommen habe, waren die Gerüche, waren andere im Westen Deutschlands. Echt?
Naja, es hat gut gerochen. Also so, ja, das ist so dieser Parfümduft. Auch auf der Toilette. Ja, auf der Toilette. Ja, das ist ja. Ein schönes Kompliment ja, eigentlich für, auch, die, ja. Für die Autobahnraststätten. Ja. Oder? Aber das war ja auch 89, heute hat sich das auch verändert. Ja, vielleicht. Montag bis Freitag läuft ein sehr erfolgreiches Quiz. Wer weiß denn sowas? Mit 4 Millionen Zuschauer pro Ausgabe im Schnitt. Um 18 Uhr. Um 18 Uhr, Wahnsinn. Ja. Ja. Also ich glaube, wir haben da einfach einen Nerv getroffen. Ich glaube, die Chemie stimmt natürlich auch. Das sieht man also auch mit Bernhard Hohecker und Elton. Wir haben da unglaublich viel Spaß. Ich glaube, die Art der Fragen ist etwas, die unsere Zuschauer fasziniert. Und das ist auch wirklich so, wenn man so bestimmte Fragen dann hört. Das sind oft Fragen, wo man sagt, Mensch, habe ich mich noch nie gefragt. Hat man aber täglich mit zu tun. Und dann gibt es aber andere Fragen, wo man sagt, kann man wissen, muss man aber nicht. Aber wenn die Frage einmal gestellt ist, dann willst du es auch wissen. Und das ist, glaube ich, so die Faszination an diesem Format. Und dann gibt's es geht immer nicht um die riesigen Gewinne. Es geht nicht darum, dass jemand dann, dass man hofft, dass jemand 6 Millionen Euro gewinnt. Also man könnte das ja theoretisch mit euch auch im ORF spielen. Ich meine, ihr wärt zwei super Teamkapitäne. Das ist ja bei uns so, dass das Publikum sich dann entscheiden muss, auf welche Seite, also sprich hinter wen von euch beiden sie sich setzen. Ja. Und das Team, das dann gewinnt, bekommt das Geld, das erspielt wird, pro Kopf umgerechnet und direkt bar ausgezahlt. Und die meisten sitzen aber hinter Hohecker, oder? Ist das das ist natürlich so ein bisschen die Illusion. Bernhard Hohecker hat ja das Internet auswendig gelernt. Ja, er weiß sehr viel. Er weiß alles. Ja. Ja, er weiß schon wirklich auch sehr viel. Aber Elton aber auch. Ja, Elton ist auch sehr clever. Ja. Also, und insofern, Bernhard liegt ein paar Siege vorne, aber insgesamt gar nicht so viel. Aber da hinter Elton dann weniger Leute sitzen, gewinnt man, wenn man hinter Elton sitzt und gewinnt, dann meistens mehr Geld. Ja. Und gibt es Verschleißerscheinungen, Substanzverlust ist da, dass du manchmal nach Hause kommst und denkst, ich schmeiß den ganzen Kram hin und werde wieder Börsenmakler? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich nach wie vor Spaß habe. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass man den Spaß an den Dingen, die man da macht, nicht verliert und nicht Sachen macht, weil man sie machen muss, sondern wirklich freiwillig da ist. Ja. Das kennen wir nicht. Ich meine, voneinander. Wir haben eine super Band. Ich meine, das haben wir nicht. Wir haben keine Live-Band. Ich hätte gerne eine Live-Band, aber ihr habt eine sensationelle Live-Band. Danke dir vielmals dafür. Vielen Dank. Aber und unter anderem machst du eben auch die Sendung Klein gegen Groß. Die gibt es, glaube ich, wie oft? Fünfmal im Jahr? Fünfmal im Jahr. Jetzt kommt der ORF ins Spiel. Der ORF, ja, der ORF ist schon seit einem Jahr dabei. Ja, schön, dass du schon mal reingeschaut hast. Ja, danke. Das schaue ich mir nicht. Ich schaue mir die Quizshow gerne an, aber das ist mir irgendwie zu... Ist auch mehr was für Captain Iglo. Ja, ist mehr was für Captain Iglo. Ja, das mag Kinder gegen Prominente, interessiert mich nur. Ja, aber interessanterweise ist es so, dass die Kinder in der Regel gewinnen gegen die Prominenten. Ja, liegt das daran, dass ihr die Prominenten extra, dass ihr extra dumme Prominente auswählt? Oder sind das extrem intelligente Kinder? Oder ist die Sendung geschoben? Ja, genau. Naja, kann ja sein. Ich wollte es schon immer mal sagen. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir sehr viele Vorkehrungen getroffen haben, dass eben genau das nicht passieren kann. Also, dass die Prominenten die Kinder nicht gewinnen lassen können. Ja. Zum Beispiel bei den sportlichen Duellen haben die Prominente immer verbundene Augen und Kopfhörer auf. Die wissen gar nicht, was die Kinder gerade geleistet haben. Ne? Und von daher wissen sie auch nicht, welches Ziel sie da ansteuern könnten. Und das ist extrem wichtig, weil das eine Sendung ist, die lebt sehr vom Wettkampf, vom Wettbewerb. Und die Kinder sind natürlich super gut vorbereitet. Ja. Und sie sind auch super lustig teilweise. Wir haben einen kleinen Ausschnitt da aus der Sendung Klein gegen Groß. Das war die letzte Ausgabe vor kurzem und wir schauen uns das jetzt an. Du kommst aus Ruhm in Österreich, ne? Das ist in der Nähe von Innsbruck und bist jetzt bei uns hier zu Gast. Und sag mal, wie lange beschäftigst du dich überhaupt schon mit Flughäfen und dem Fliegen und so? Seit seiner Kindheit. Klein gegen Groß, auf los geht's, los! Bist du bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Hoppala. Die letzten 5 Sekunden. Klein gegen Groß, meine Damen und Herren. Am 21.04. auch im ORF zu sehen. Die ORF große 1, Show, ORF 1. 15. Genau. Schau, das Pfannkuchenwenden war jetzt ein gutes Beispiel. Ich meine, es wäre für das Kind natürlich sehr viel schwerer gewesen, wenn es jetzt gegen einen Koch angetreten wäre. Genau. Stimmt, Melzer hat zum ersten Mal Pfanne gesehen. Ja, genau. Ja. Was ist das eigentlich, ein Pfannkuchen? Die Arbeit mit Kindern gefällt dir? Ja, sehr. Ja? Kinder? WC Fields sagt, wer Kinder und Hunde hasst, kann so schlecht nicht sein. Ja. Das kannst du nicht bestätigen. Na, Kinder sind so wunderbar ehrlich. Weißt du, weißt ja nie, was kommt. Ne? Also, ich meine, das war ja gerade das beste Beispiel. Wie lange machst du das schon seit meiner Kindheit? Ja. Das sind halt so Dinge,
die passieren halt immer wieder. Und ich besuche die Kinder ja dann auch vor der Sendung zu Hause und lerne. Du testest sie sozusagen? Nee, es geht nicht ums Testen. Es geht darum, sie kennenzulernen. Es geht darum, ihren familiären Alltag und kennenzulernen. Die Eltern sind einverstanden, dass du es machst? Ja, die sind auch dabei. Ja. Gut. Gut. Ja, man guckt sich das Kinderzimmer an. Das ist ja so eine Art Visitenkarte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil für die Sendung. Ja. Und du lebst ja relativ skandalfrei. Ja, total. Ja. Also ja. Sowas wie Helmut Berger kann dir nicht passieren. Und denkt man, naja, weiß nicht. Ich meine, das kann jedem passieren, sich mal in die Hose scheißen oder sowas. Das geht natürlich. Ja, aber nicht bei Klein gegen Groß. Nein, nicht bei Klein. Obwohl gerade bei Klein gegen Groß. Nein, aber gibt es ein Laster in deinem Leben, dass du gerne loswerden würdest wollen? Oder mein, du, es macht schon den Eindruck, dass alles relativ perfekt läuft. Du musst es jetzt auch nicht sagen, aber gibt es Abgründe in deinem Leben, von denen niemand was weiß? Was meinst du, was für Abgründe? Also ich in der Tat, ich rauche nicht, ich trinke in Maßen Alkohol, ich schlage weder Frauen noch Kinder. Ja. Hast Spaß am Leben trotzdem? Ich schlafe nackt. Ja, ja. Du schläfst nackt? Ich schlafe nackt. Ist das ein Skandal? Ja, das ist schon relativ schlüpfrig. Wie, ja. Ist das hier in der Sendung schon mal gefragt worden? Ist das gestern schon mal gefragt? Ja, ja. Ich frage das. Ich frage, was ich auch oft gerne frage, ist, wann du das letzte Mal im Hotel masturbiert hast. Ja? Im Hotel? Ja. Warum im Hotel? Im Hotel finde ich es irgendwie interessanter. Aber du musst es nicht beantworten. Ja, natürlich nicht. Ja. Wann hast du das letzte Mal im Hotel onaniert? Vorgestern. Ja? Einfache Frage, ja, einfache klar, Antwort. Klar, Frage, du musst, klar, ja. Und da du das Zimmer neben mir hattest, weiß ich, dass du auch vorgestern das letzte Mal. Die Wände waren nicht nein, so nein, aber interessant, gut. Nacktschläfer. Wieso kein Pyjama? Ich hätte jetzt eher gedacht, ja. Schöner englischer Pyjama. Vielleicht noch aus der schlechten Zeit in der DDR. Wir hatten ja nichts. Ihr hattet ja nichts. Du bist für die Romy nominiert. Wird die Romy in Deutschland ernst genommen oder steht sie im Schatten von Goldene Kamera? Gesundheit. Und sowas? Gesundheit. Ja. Bitte. Ja. Ja. Romy ist, die Romy ist natürlich sehr, die Romy ist natürlich sehr anerkannt in Deutschland, natürlich. Ja. Also kennt man, ist sehr geschätzt und viele Kollegen haben die Romy ja auch schon bekommen und ich noch nicht, also ich würde mich freuen. Du würdest dich freuen, ja, du bist nominiert mit Böhmermann, mit Nia Varani, sagt dir das was, Michael Nia Varani? Nee, das ist der einzige tatsächlich in der Reihe, den ich nicht kenne. Ja, das ist interessant. In Deutschland nicht. Naja, in Deutschland, das ist interessant. Ja. Ja, ja, da muss man nicht buchen. Nein, aber das liegt an Nia Varani, weil er in Deutschland, meidet. Er meidet das, ja. Er spielt halt in Österreich. Er ist ein Gigant hier. Ja, ja, ein totaler Gigant. Man, in Deutland. Aber ich kannte Willkommen Österreich, also ich kannte auch den Kaiser. Also, ja. Ja. Den Kaiser muss man nicht kennen. Palfrader, Robert Palfrader. Ja. Ja. Warst du bei dem? Du warst bei ihm zu Gast. Ja, war ich vor einiger Zeit, ja. Und wie war's? Ganz gut. Ich wette, der hat den Ausschnitt gespielt, wo du bei Herzblatt warst damals. Ich wette. Ganz hat er? Sicher. Ich wette. Ja. 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 Dem fällt nichts mehr ein. Ja, aber nachdem ich da war, habe ich gesagt, kann ich hier auch herkommen. Ja. So. Erst nach. Waren wir Second Choice oder war das die Vorbereitung auf uns? Nee, ich wäre auch zuerst zu euch gekommen, aber die hatten zuerst gefragt. Ja. Ja. Okay. Wie war's? Habe ich ja gerade gefragt. Achso, ich habe nicht ganz zugehört. Gut, angeblich ganz gut. Aber lass es mich doch eben auch nochmal. Also ich bin ja schon froh, dass ihr euch nicht in der dritten Person anreden müsst. Genau. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn du die Romy, wir haben auch schon eine Romy. Wofür? Wofür eigentlich? Also stimmt. Entschuldigung. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, fürs Lebenswerk. Fürs Lebenswerk, ja, ist schon recht. Nein. Ist schon recht. Das möchte ich nicht so stehen lassen. Ich meinte in der Kategorie Information oder Unterhaltung? Unterhaltung, ja. Unterhaltung. Information wäre aber auch schön gewesen. Bist du eigentlich, lieber Kai, du bist ja relativ reich, ich darf das so sagen. Hast du Bitcoins? Bist du Bitcoin-Millionär? Nee. In Bitcoins nicht investiert? Mhm. Aber Bitcoins ist ja auch mehr was für Leute, die zum Beispiel im Darknet irgendwas bezahlen müssen, also eben, wo man nicht mehr mit offizieller Währung. Ich weiß. Deswegen passt es für mich. Ja. Warst du schon mal im Darknet? Nein. Du? Auch noch nicht. Nein, ich war noch nie im Darknet. Captain Iglo im Darknet, das ist doch ein Filmtitel, oder? Genau, das raubt vielen Kindern Illusionen. Captain Iglo jetzt im Darknet. Jetzt kommt eine Frau zu uns, lieber Kai, die auch Romy nominiert ist. Du hast sie Backstage kennengelernt. Fantastische, sehr einnehmende, charmante Frau. Sie moderiert die Zeit im Bild, abwechselnd mit Rainer Hasiwa und Tarek Leitner. Stimmt das? Genau. Ja. Wen findest du besser? Zeit im Bild. Beide eins, gut. Ne? Zeit im Bild 1. Zeit im Bild 1. Das ist die wichtigste Informationssendung des ORF. Genau. Ich weiß. Ja? Rainer Hasiwa heute hier im Publikum, finde ich fantastisch. Moderiert immer sehr schlecht gelaunt, das gefällt mir. Ja, schau, da ist er. Schau total schlecht gelaunt. Jetzt schon wieder. Wir haben ihn oft eingeladen, er kam noch nie. Er kommt nicht. Ja.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, nominiert und das völlig zu Recht. Hier ist Nadja Bernhard. Nadja Bernhard. Nadja Bernhard. Liebe Nadja, was magst du trinken? Ein Gläschen Wein? Was bekomme ich? Wein oder Wasser? Ja. So wie Kai trinke ich ja normalerweise im Fernsehen auch nicht, aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ja. Ah, danke dir. Wie bei deinem letzten Besuch. Genau. Nein, aber sie war ja nicht betrunken. Nein, sie war nicht betrunken. Wir waren gerne getrunken. Ich war nur nervös. Ja. Bist du heute nervös? Ein bisschen. Ein bisschen schon, ja. Ja, ich auch. Weil, warum eigentlich? Ich auch. Weil es eine ungewohnte Situation ist. Ja. Ich schaue normalerweise nur in so ein schwarzes Loch. Ja. Und ja, klar. Sehr, du hast Gedanken, was? Nein, ich wollte sagen, ihr habt ja auch kein Publikum, oder? Ihr habt bei der ZIP kein Publikum. Das war aber ein schöner Dialog. Du hast Gedanken. Nein, und er drauf, ihr ja, ja, das hat gleich sowas. Aha, da geht was. Schaust sowas. Du eigentlich hin und wieder? Schaust du hin und wieder? Muss ich einen Schluck nehmen. Prost. Danke fürs Kommen. Ich hab nichts mehr. Nicht so, als würdest du da Wasser rein. Das ist Wasser. Das Wasser. Ah, okay. Doch, ja. Ich trinke ja nichts mehr. Mhm. Schaust du manchmal auch Unterhaltungsfernsehen, Marke Kai Pflaume? Oder wenn du das Medium Fernsehen nutzt, sind das dann immer Informationssendungen? Bist du mir jetzt böse, wenn ich sage eher News? Du schaust dann nie irgendwie, was weiß ich, Geschäft mit der Liebe oder so? Ja. Teenager werden Mütter, das schaust du gar nicht. Nein, eher nicht. Eher nicht, okay, ja. Sind dir die Fragen unangenehm? Nein. Nein, ich schaue, also prinzipiell, wenn ich halt fernschau, dann wirklich eher Nachrichten. Ja, das heißt, du musst ja auch top informiert bleiben, oder? Ein bisschen, das wäre ja, ist der Job. Das aber schon. Es gibt so viele, viele Leute sagen das, dass sie das Gefühl haben, dass die Nachrichten immer schlechter werden, was ja Blödsinn ist, weil es gab ja immer wahnsinnig viele schlechte Nachrichten. Und man hat so das Gefühl, dass man links und rechts überholt wird von Unheimlichkeiten und Merkwürdigkeiten und so Dingen, die man nicht mehr einordnen kann. Ja, Handelskriege hier, Atomkriegdrohungen dort. Haben die schlechten Nachrichten einen Einfluss auf roten Knopf hat und wer so hat den größeren roten Knopf? Aber haben die Nachrichten einen Einfluss auf deine Psyche? Das werde ich oft gefragt. Ich hoffe nicht. Ja, glaube ich auch nicht, oder? Also dann wäre ich wieder eingeladen in ein paar Jahren und dann sind wir. Wenn du in der Bilanz. Psychiatrie warst. Wenn sie wieder raus ist. Ja, wenn sie wieder ich draußen ist. Das ich so kriege die Nachrichten filtriert. Ich glaube, dass meine Kollegen, zum Beispiel in der Auslandsredaktion, die diese Bilder aus Syrien bekommen, eben nicht filtriert und auch selber aussuchen müssen, was bringen sie jetzt auf Sendung, was darf man überhaupt zeigen, wo ist die Grenze. Ich bin ja auch, ich tendiere ja immer ein bisschen dazu, dass man schon auch die Leute konfrontieren muss mit dem Leid in Syrien. Mhm. Ja. Nur wo ist dann die Menschenwürde dann verletzt? Also die sind ja wirklich belastet. Ich präsentiere ja das nur mehr, also ich bin ja mit diesem Leid nicht mehr direkt konfrontiert. Ja, apropos mit Leid konfrontiert, du bist auch Romy nominiert. Ja. Ist das etwas... Ist das etwas, was für dich so eine Art Ritterschlag ist? Oder siehst du das ganz cool? Wenn du es nicht gewinnst, ist auch kein Problem. Na, das sehe ich wirklich locker. Also, ich meine, aber bitte voten trotzdem. Ah, das schon. Du bist nominiert, liebe Nadja, mit Anne Will, Claudia Reiterer, Corinna Milborn und Silvia Saringer. Nur Frauen sind in der Information nominiert. Runde. Warum jetzt gerade dieser Frauenboom in der Information? Der Frauenboom in der Information? Doch, das gibt's ja schon länger. Viele Polizeisendungen werden von Frauen moderiert. Ja, aber schon jetzt. Aber ist es deswegen, weil dadurch die Frauenquote sozusagen erhöht wird, weil man eh schon die Moderatorin ist eine Frau? Ist gut. Was, da kann man sozusagen plus eins sagen. Verstehst du, was also, du meinst in Diskussionsrunden oder so? Ja, weil oft kranken Diskussionsrunden ja daran, dass keine Frau da sitzt. Ja. Oder? Und mit der Moderatorin hat man schon eine. Ach so, das kann natürlich sein, ja. Ich man ruft oft Frauen an. Genau, die Ingrid hat mir das auch erzählt. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist wahrscheinlich, weil wir tendenziell vielleicht selbstkritischer sind, dadurch ein bisschen uns weniger zutrauen, keine Ahnung. Aber es ist wirklich schade. Das ist echt schade, ja. Wir haben einen Ausschnitt übrigens von dir. Oh, schon wieder. Das war das letzte Mal schon. Echt? Das war das letzte Mal schon? Ja. Aber diesmal ist es interessant, wo du bei Herzblatt zu Gast warst. Nein, das ist nämlich so. Na, diesmal ist es eine andere, weil wir haben uns gefragt, weißt du, wir sind ja auch öffentlich-rechtlich. Ja. Und wir kämpfen natürlich auch, uns ist der ORF natürlich wichtig, das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Wir haben aber langsam das Gefühl, dass uns die Ressourcen so wegbrechen, dass wir inzwischen immer ärmer werden, dass immer weniger möglich ist und
Was der Ausschnitt, den wir jetzt zeigen wollen, hat damit zu tun. Ja, genau. In Wahrheit, der ORF hat den harten Sparkurs verordnet. Und man sieht es auch, wenn ich das sagen darf, an der Unterwäsche von Nadja Bernhardt. Na, hör auf jetzt. In der Ukraine wurde der georgische Ex-Präsident Saakaschwili erneut verhaftet. Aus der Untersuchungshaft heraus rief der mittlerweile staatenlose Saakaschwili zu Protesten gegen den ukrainischen Präsidenten Poroschenko auf. Ja, das haben wir gesehen, ist uns aufgefallen, sah toll aus, dieser Body. Und dann habe ich einen Report gesehen mit Susanne Schnabel. Und da ist mir das aufgefallen. Was wird tatsächlich neu und anders? Und gibt es Parallelen zu damals? Darüber wollen wir gleich live hier im Studio diskutieren. Das heißt, Moment. Das heißt es. Der Moment. Ich glaube, ja. Liebe Was Nadja. Respekt. Da klopfen natürlich mehrere Fragen jetzt an. Habt ihr nur einen Body, den ihr tauscht? Und wird er gewaschen zwischen Susanne und dir? Oder wie kam es dazu? Wirst du eingekleidet oder ziehst du dich selbst an? Sozusagen? Erstens werden wir alle eingekleidet. Und das war jetzt blau und mit schwarzer Spitze. Und ich war schwarz mit schwarzer Spitze. Genau, wir haben beide nebeneinander gestellt. Nein, seid ihr wirklich vorbereitet? Schau dir das an. Das ist klassisch aus dem 1-Euro-Shop ein... In Wahrheit ist es so, als würden Grissmann und ich Woche für Woche die Unterhose tauschen. Ja. Oder? Ihr seht es ja auch, bitte schaut genau hin. Das sind ja verschiedene Spitzen auch. Naja. Nein. Es ist nur ein ähnlicher Stil. Deins ist weiter runtergerutscht als ihr's. Naja. Aber wieder ein anderes Thema. Ja. Na gut, Schwamm drüber. Bist du zufrieden mit dem, was du anhast? Und findest du das gut, dass man dich das fragt? Weil das würde man zum Beispiel deinen Kollegen niemals fragen. Sind sie zufrieden mit dem, was sie anhaben? Ja. Auch so eine Macho. Ja, eine Macho-Frage. Sie können ja auch keine Spitze tragen. Ja. Männer. Das finde ich aber, Rainer Hasi war mit Spitze, mit dem gleichen Spitzenbody, würde mich interessieren. Wir könnten ihn fragen, weil er ist hier im Publikum. Er ist hier, ja. Ich find euch beide übrigens fantastisch. Hasi war und Bernhard sind das beste Team. Hast du eigentlich Präferenzen? Weil mit Tarek Leitner bist du arbeitest auch gut. Auch sehr oft, ja. Auch sehr gut. Auch. Also ich habe ja das Privileg, ich habe einen Hauptmann. Das ist da. Der Hasi. Hauptmann, er will Hauptmann genannt werden. Und dann einen Zweitmann. Ja. Einen Zweitmann und das ist der Tarek. Ja. Was heißt, aber was zeichnet ihn, warum ist er der Hauptmann? Ja. Hat er das selber gesagt? Hallo, ich bin übrigens dein Hauptmann. Nein, aber es gibt bei Hasi war so eine natürliche Autorität. Ja, ja schon. Bei Tarek Leitner nicht. Tarek Leitner ist ja immer nur in Doch, diesem... Aber Tarek ist eher so der Gentleman, oder? Der ist ein Typ, der einem so einen Gin Tonic in die Hand gibt. Genießen Sie den Abend. Aber bei Rainer Hasi war, der sieht sich immer ganz aufrecht, wenn er zu sprechen beginnt. Bei Hasi war es immer so, das ist mein Bier. So Autorität. Ja, tolle Autorität, wirklich. Ja. Und ich mag eben, wie gesagt, er wirkt immer so, als würde er gerade aufgeweckt werden. Und, und dann, ja, okay, das sehe ich dann auch noch vor. Ja? Also das mag ich. Ich mag ja schlecht gelaunte Moderatoren lieber als gut gelaunte. Ja, vor allem ist es ja keine gute Nachricht. Nein, du wirkst auch auf schlecht gelaunt. Das nein, ich auch. Doch. Nein, das stimmt. Na, finde ich schon. Finde ich nicht. Doch. Nein, das stimmt nicht. Doch, ja, schlecht gelaunt im Sinne von interessant. Ja. Ja. War das jetzt das allererste? Du lachst wenig. Das ist Kompliment, gut. Dass du. Nein, ich habe nur Kompliment. Ich finde das wirklich großartig, wie du das machst. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber du weißt doch, du kennst doch dieses italienische Fernsehen zum Beispiel, wo halbnackte Frauen irgendwie sich. Irgendwelche Spitzenunterwäsche anhaben und den. Nein, du entsprichst diesem Frauenbild Gott sei Dank überhaupt nicht. Ach, hoffentlich nicht. Ja, natürlich, das ist nichts anderes, wollte ich sagen. Du hast lange in Italien gelebt. Ja. Ist das italienische Fernsehen der Grund, warum Italiener so geistesgestört wählen? Und was erwartet uns in Österreich? Also, ich bin ja journalistisch sozusagen groß geworden in Italien und habe erlebt, wie der Berlusconi, den Kampf von Berlusconi gegen die RAI, gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Italien, wo es auch darum ging, er kommt nicht oft genug vor, er wird nicht genannt. Bei ihm, im Gegensatz zu der Debatte in Österreich, Gott sei Dank, ging es auch sehr ums Äußerliche. Also ich werde nie vergessen, ich habe so viele Pressekonferenzen mit ihm erlebt. Er hatte immer eine Armada an Bodyguards hinter sich stehen. Und man durfte nicht seine Glatze hinten filmen. Das war ihm das Wichtigste. Also das, die er mittlerweile eh schon kaschiert hat. Und ich bin schon überrascht und auch ein bisschen irritiert, zu sehen, wie schnell das auch kippen kann in Österreich. Also ich hätte mir nie gedacht, wie gesagt, groß geworden, unter Anführungszeichen in Italien, mit diesem Kampf gegen das Öffentlich-Rechtliche von einer Regierung. Und dass das jetzt in Österreich, dass diese Debatte so emotional geführt wird, finde ich schade. Also man kann den ORF kritisieren. Ich denke mir, wir sind auch offen dafür, man soll und kann ihn kritisieren. Aber ich denke mir nur, jetzt rund um das Gedenkjahr 1938 haben wir wirklich gezeigt, was öffentlich-rechtlich soll und auch
tut. Also das ist schon wichtig, was ein Privater nie bringen kann, auch nicht muss. Also da finde ich, muss man den Öffentlich-Rechtlichen schon auch wahrnehmen als wichtige Institution für eine Demokratie. Ja. Das klingt jetzt so abgeschmackt, aber es ist es, wirklich. Schläfst du nackt eigentlich? Nur weil das Skype, nochmal um diese Brücke zu schlagen. Jetzt lass doch deine Gäste mal ausreden. Bevor ich über meine Schlafgewohnheiten spreche, möchte ich auch noch sagen, auch eine öffentliche Debatte über öffentlich-rechtlich kann uns allen gut tun, wie wir in der Schweiz sehen. Und ich denke mir, dass wenn man reflektiert und man hat es in der Schweiz gesehen, und ich denke, es würde auch in Österreich so passieren, wenn die Leute sich bewusst werden, was dahinter steckt. Das sind ja nicht nur einzelne Journalisten, sondern eine ganze Filmindustrie. Was Integrierendes, gerade in Zeiten von Social Media, wo so viel Aggression und so viel Trennendes irgendwie... Oh, die Motten sind da, Stiermann. Wegen dir. Ist das wegen meinem Bart? Entschuldige. Ist es eine Motte oder ist es eine Fliege? Was habt ihr da in der Sendung? Das ist eine Motte. Wir haben da ein Tier. Ja, eine Motte. Ach, das ist jetzt sehe ich schon wieder. Ich wollte mit Nadja noch über ihren Hund reden. Der Hund. Ja, der fehlt ja diesmal. Der fehlt dir vor allem. Der fehlt mir. Ja, ich fand das so sympathisch, wie du über ihn geredet. Wo ist er jetzt? Er ist in der Südsteiermark auf Sommerfrische. Oh. Darf er im Bett schlafen eigentlich? Ja. Wirklich? Ja. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, das ist gar nicht so gut. Schläft der Hund nackt? Schläft der Hund nackt? er schläft nackt. Und wann hat er zum letzten Mal masturbiert? Sorry, jetzt ist... Solange du mich... Entschuldigung. Ja. Und genau deswegen brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Für solche Fragen, meine Damen und Herren. Entschuldige, Nadja, bitte sprich doch aus. Du hast mich irritiert, wieso oft? Privatfernsehen an der Stelle jetzt in der Werbung. Genau. Benutzt du den Hund jetzt eigentlich, um bei der Romy mehr Stimmen zu bekommen? So, jetzt kann ich vielleicht punkten. Ich habe sie gerettet, weil sie eine Hündin aus einer... vor der Vergasung, aus einem Tierheim. Hm? Jeden Donnerstag wird in South Carolina, in diesem Ort... vergast und kurz davor habe ich sie gerettet. Wirklich? Mhm. Da werden Hunde vergast jeden Monat? Im Süden der USA immer, ja. Das sind viele traurige Themen in so einer österreichischen Unterhaltung. Ja. Das ist interessant. Oh. Diese Frau, liebe Romy-Wähler, diese Frau hat Hunde vor dem sicheren Tod gerettet. Wenn man diese Frau nicht wählt, macht man sich selber schuldig. Ich hatte auch schon eine blinde Katze und so. Wirklich? Wirklich? Aber, wirklich? Wie schön, ich wollte gerade sagen, wie schön, wie traurig. Okay, wir müssen jetzt aber der Fairness halber, Kai, hast du irgendein körperbehindertes Tier? Oder kennst du jemanden, der ein Tier schon mal... Kai redet lieber nackt schlafen. Weiß nicht, also wir haben auch zwei Hunde. Ja, zwei Hunde, eine Katze, 5 Schildkröten. Na echt? Ja. Meine Damen und Herren, hier waren jetzt so viele Möglichkeiten, wieso Sie erkannt haben, dass diese beiden Menschen die Romy auf jeden Fall verdient haben. Ja. Wir freuen uns sehr, dass beide da waren und drücken euch beiden natürlich die Daumen. Ja, es ist das Ende der Sendung. Ja, ich darf mich bedanken. Nadja Bernhard und Kai Pflaume waren heute zu Gast. Vielen herzlichen Dank. In der nächsten Sendung zum Gast Dagmar Kolle und der Regisseur und die Hauptdarstellerin des Teenie-Schockers, die letzte Party deines Lebens. Machen Sie es gut. Gute Nacht, ciao. Danke für den Besuch. Baba. Dankeschön. Servus. Baba.
Weber!